Grauer Beton mit Moos und ein paar bewachsene Ziegelsteine. Hier angekommen ist man auf dem Gipfel angelangt und hat eine herrliche Aussicht über Duisburg. Gemeint ist der ehemalige Luftschutzbunker in Hochfeld. Doch so trist wie auf den ersten Blick ist es hier gar nicht. In Wirklichkeit geht es am und im Bunker ganz bunt und lebendig zu. Denn das steinerne Bauwerk dient heute als Kletterfels. Täglich kommen Kletterbegeisterte hier auf ihre Kosten. Heute wagt sich eine Mädchengruppe vom Verein Das Blaue Haus in die steilen Höhen. Bewegung, Bildung, Spaß und Vertrauen, sie bilden dabei ein pädagogisches Konzept. Neben der Begeisterung für den Klettersport steht hier vor allem eins im Mittelpunkt: Integration. Wir versuchen, den Mädchen beizubringen, was es bedeutet, gemeinsam etwas zusammen hier zu gestalten, versuchen, Vertrauen aufzubauen, dass die Mädchen uns auch vertrauen können und untereinander sich selbst auch vertrauen können, halt eben durch das Klettern, weil bei der Höhe braucht man natürlich auch Vertrauen. Die Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren wollen hier ihren Kletterschein machen. Mit viel Freude kommen die Mädels einmal pro Woche zum Bunker. Es macht Spaß zu klettern, aber manchmal kann man nicht ganz hoch schaffen. Mir macht das Spaß, dass es so hoch ist. Und am meisten macht mir Spaß, wenn die uns ablassen. Das ist schön, wenn man oben ist und ja. Manchmal habe ich Höhenangst. Aber ich klettere einfach trotzdem. Vor 12 Jahren gründete sich der Kletterverein Duisburg, dessen erklärtes Ziel es ist, das Klettern für jedermann zu ermöglichen. Mit 7 Gründungsmitgliedern haben wir uns mal getroffen in einem normalen Kletterkursus und haben uns gedacht, dass der Klettersport eigentlich toll ist. Ne? Man erfährt hier, sag ich mal, tolle Sachen, aber der war relativ teuer. Ne? Man muss sagen, so Eintrittsgelder kosten so zwischen 10 und 12 Euro am Tag. Und da haben wir eine Sache gesucht, wie kann man das jugendlichen Kindern, aber auch Erwachsenen kostengünstig diesen schönen Sport, sag ich mal, näher bringen. Den Umbau zum Kletterparadies ermöglichten Fördergelder des Bundes. Mittlerweile ist der Verein auf über 200 Mitglieder angewachsen. Von Anfängerkursen bis hin zu anspruchsvollen Kletterrouten. Hier wird so einiges geboten. Ob neue Felsstrukturwand oder Boulderbereich im Inneren, für eine Vielfalt ist hier gesorgt. Und für die Vereinsmitglieder ist selbstverständlich alles ehrenamtlich. Und weil hier alle mit so viel Begeisterung diesen Sport ausüben und die Mitgliederzahl stetig anwächst, gibt es immer wieder neue Ideen. In Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe arbeiten straffällig gewordene Jugendliche hier an einem ganz besonderen Projekt. Dieses soll im Inneren entstehen und die Geschichte des Bunkers lebendig machen. Langfristig planen wir in der 4. Etage so ein kleines Ausstellungskonzept. Wir wollen so ein kleines Mini-Museum aufbauen, um den Leuten zu zeigen, den Schulklassen zu zeigen, wie sah das damals im Zweiten Weltkrieg eigentlich aus? Wie wurden die Familien untergebracht? Wie klein war das damals? Die haben schon angefangen, Betten aufzubauen und so ein paar Räume nachzubauen. Noch in diesem Jahr soll der Bau einer weiteren Attraktion beginnen, die dann die 4. Außenwand des Bunkers verschönert.